Ja, hi. Was hast du denn da liegen? Was hast denn du? Warum liegt da ein Turbo? Warum hast du eine Kamera vor dem Gesicht? Okay, lassen wir das. Und zwar, genau, wie Robert schon erwähnt hat, haben wir hier einen Turbolader liegen. Den erkläre ich euch mal ein bisschen. Es geht darum, wie kommt ein Turbolader Schaden gegebenenfalls zustande und wie funktioniert der überhaupt und wie ist der aufgebaut. Ich mache mal nur die groben Einrisse, zu viele Details wird zu umfangreich, dass wir so ein bisschen im Rahmen bleiben bei der Geschichte. Ich fange erstmal an, eben an dem hier die Funktion zu erklären und dann habe ich hier gleich noch einen großen Turbolader, in Anführungsstrichen groß, wo wir den nicht schon auseinandergeschraubt haben, wo wir mal ein bisschen reingucken können, weil der total fette ist, der Lader. Der ist schon über 10 Jahre alt, aus dem Projekt damals mal von mir. Habe ich immer aufgehoben. Heute macht es sich bewährt. Habe ich auseinandergeschraubt, kann ich was zeigen. Jetzt kommen wir zu der ganzen Funktionsgeschichte. Ja. Und zwar haben wir hier einmal den Krümmer, wo die Abgase reinströmen. Ja, kurzer Cut, Thema Turbolader. Ich habe ja hier gerade noch den Motor stehen bei uns vorne. Da könnt ihr sehen, wie der quasi direkt verbaut ist. Da haben wir hier vorne den Luftfilter, wie ihr gesehen habt, die Ansaugung. Hier geht es rein in den Turbolader, wird die Luft verdichtet, geht sie aus dem Lader wieder raus zum Ladeluftkühler, hoch zur Drosselklappe vorne. Und hier haben wir die Abgasseite, wo es dann rausgeht zum Auspuff. In diesem Falle wäre das hier zum Beispiel Golf 5, Golf 6 GTI Basis vom Grundaufbau her. So habt ihr das einmal direkt am Motor gesehen. Ist immer wieder praktisch, sowas da zu haben als Anschauungsmaterial. Weiter geht's. Weiter geht's. Die Abgase strömen dann quasi, wenn ihr den Turbolader von hier seht, in die Abgasseite rein und treiben hier die Turbine an, die wir hier drinnen auch sehen. Das ist ein alter K03 Lader, der saß mal in einem Golf 5, wo ein größerer Lader reingekommen ist nach dem Umbau. Das zur Information machen, auf jeden Fall durch die Abgase wird hier die Turbine angetrieben. Die ist ja durch eine Welle hier einmal verbunden mit der Verdichterseite, die wir jetzt nicht sehen gerade, wo wir die Luft ansaugen. Aber über die Abgase, deswegen nennt sich das auch Abgas-Turbolader, wird der Turbolader erstmal angetrieben. Dann haben wir hier noch die Wastegate-Dose, die Ladedruckregelung, wenn man so will. Wenn diese Klappe öffnet, strömen die Abgase gar nicht erst einmal hier zur Turbine, strömen die nämlich direkt raus in die Downpipe-Partikelfilter, je nachdem ob Benzin oder Diesel, und können somit den Lader nicht mehr antreiben, sprich der Lader kann auch nicht mehr den Ladedruck fahren, den er soll. So viel zum Thema Ladedruckregelung, was das angeht. Jetzt tun wir dieses Konstrukt erstmal beiseite. Ich fange mal mit dem anderen an. Ich habe hier noch einen alten Krümmer, dass wir einen ähnlichen Aufbau haben. Ein sogenannter Stoßaufladungskrümmer, wo die Abgase wieder reingehen. Dann kommen wir hier zu dem, ups, hier hängt die Wastegate auch schon lose, die gehört eigentlich hier hin. So, GT2871R müsste es mal gewesen sein. Dann fahren wir hier den Krümmer. Hier ist das zweiteilig, wenn das hier ein Teil ist. Hier strömen dann die Abgase von dem Krümmer wieder in das Abgasgehäuse. Wie gesagt, und da ich den schon zerlegt habe, können wir den ganz gut nehmen. Können wir hier überall nämlich reingucken. Gerade mal hier. Über Unterdruck bzw. ja, über das Unterdrucksystem wird die Wastegate-Stange geregelt. Die nämlich auch los, können wir das auch schon mal an die Seite legen. Dann geht das nämlich hier weiter. Wie gesagt, über die Abgase wird ja die Abgasturbine angetrieben, über die Welle. Dann können wir das mal losnehmen. Die Welle gibt es nämlich leider gar nicht mehr, gerade die, die ich jetzt bräuchte, um das Weitere gleich zu erklären. Aber egal, lassen wir das. So, hier haben wir die Verdichterseite. So wird das Ganze jetzt normalerweise zusammensitzen, wo wir gleich auch zu unserer Schadensquelle gegebenenfalls kommen. Ich zeige nochmal eben nur die Verdichterseite. Luft ansaugen und hier an der Seite haben wir dann Ausgang. So guckt ihr dann in den Lader rein, was ihr so gewohnt seid, was man bei dem anderen Lader aufgrund des Aufbaus gerade nicht sehen kann. Jetzt kommen wir dazu, warum pfeift der, beziehungsweise wird das Pfeifen lauter oder was für Schäden können wir hier haben. Ich lege das mal eben wieder an die Seite. Leichtes Pfeifen habt ihr immer durch die Verdichterseite. Wenn der die Luft ansaugt, je nach Ansaugkit, habt ihr eh ein Pfeifen vom Turbolader, was ja viele wollen. Nur wenn dieses Pfeifen auf wesentlich lauter wird und irgendwann mal ähnlich wie eine Trillerpfeife vielleicht schon klingt oder utopisch laut, kann ich davon ausgehen, dass ich einen schleichenden Schaden schon im Lader habe. Die Welle, die hier drin sitzt, in diesen Lagern nämlich, die ist ja in diesem Falle Öl gelagert, hat dann Spiel. Und dann fängt er an zu pfeifen, weil normalerweise sitzt das alles recht stramm. Minimal Spiel habe ich, durch den Öldruck wird nur die Welle stabilisiert. Wenn das Spiel größer wird von der Welle, pfeift jener. Dann sollte man den Lader gegebenenfalls erneuern
Oder man kann dies gegebenenfalls auch noch reparieren lassen beim Instandsetzer. Dann kann man die ganzen Lager und alles nämlich tauschen. Was auch passieren kann, dass so eine Welle sonst bricht. Wenn das passiert, kann es dazu kommen, dass das Fahrzeug stehen bleibt, der Motor aus ist, weil die Abgase gar nicht mehr rauskommen. Schon erlebt. Oder man merkt daran, dass es, man keine Leistung mehr hat und hinten aus dem Auspuff qualmt dermaßen, dass niemand mehr irgendwas sieht. Jetzt kommen wir dazu wiederum, warum kann es dazu kommen? Unter anderem kann es dazu kommen, gerade bei Turbo-Upgrades, bei größeren Fahrzeugen, wenn die Verdichterseite hier, wenn er zu wenig Luft bekommt oder die Abgasseite zu klein ist oder beim Diesel zum Beispiel der Partikelfilter zu, dann kann diese Welle in Rotation kommen und arbeitet so stark an den Lagern, dass ich ein zu großes Spiel habe letztendlich. Aber sonst noch was VTG-Lader. Es gibt noch Turbolader mit variabler VTG, ja, variable Turbolader-Geometrie. Da haben wir auf der Abgasseite, um schneller Ladedruck zu erzeugen, sind das so kleine Häkchen im Lader, die sitzen, die Luft nochmal... wie soll man das erklären? Ich müsste mal VTG-Lader haben, um das zu zeigen. Auf jeden Fall dient der dazu, durch diese variable Geometrie schneller Ladedruck aufzubauen. Den habe ich gerade im Dieselbereich. Kann man vielleicht nochmal ein extra Video zu machen, wenn wir so einen Lader haben. Dann kann man das mal zeigen, weil so ist es schwer zu erklären. Ja, und wenn euer Turbolader unwahrscheinlich lauter pfeift, als das sonst getan habt, könnt ihr grob feststellen oder wisst jetzt, warum das so ist, weil die Welle halt hier drin zu viel Spiel hat, die Öl gelagert ist. Oder was auch sein kann, leichtes Qualm aus dem Auspuff, wobei sich das meistens, wenn so stark äußert, wenn die Welle wirklich derbe einen weg hat, dann kommt hinten so derbe was raus, dann fahrt ihr eh schon freiwillig keinen Meter mehr. Da kann man auf jeden Fall schon oft auf einen Schaden am Turbolader rechnen. Wenn die Welle bricht an sich, dann kommt hinten meistens eh schon so viel raus, dass man nichts mehr sieht, aber man hat auch gar keine Leistung mehr. Das ist direkt feststellbar. Jedoch sollte man versuchen, das vielleicht zu vermeiden, weil wenn die Welle bricht, fängt ja auch an, die Verdichterseite hier drin zu schlagen. Und das ist so passgenau. Wenn die hier drin schlägt, können ja auch Teile in den Ansaugtrakt geraten. Das heißt, es kann auch wesentlich mehr in Mitleidenschaft gezogen werden am Motor. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein paar Informationen liefern und ihr habt... die grobe Funktion vom Turbolader verstanden und ja, von mir habe ich gar nichts zu sagen eigentlich. Also immer darauf achten, der Partikelfilter, dass der nicht unbedingt voll ist, dass man damit nicht so viel rumfährt und dass, wenn ihr irgendwie ein großes Upgrade auf dem Auto baut, dass die Ansaugseite und Abgasseite nicht zu klein ist, weil das fördert auch einen Schaden oft nämlich, weil mit einer Originalansaugung kann ich nicht einen riesen Lader händering fahren, da produziere ich das Ganze, weil, ja, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.